Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Assassin's Creed Unity. Ja, wir haben vom König der Bettler erfahren, wo unser nächstes Ziel ist. Wir machen auch direkt weiter. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich glaube, jetzt geht's ab in die Kanalisationos. Mieses Bild. Verpisst euch, Saubande. Den da töten, tun es. Das Gebiet der Kunden für Gelegenheiten sorgen. Was meinst du, warum es so heiß ist? Oh, wegen der Entlüftung der Katakomben. Warum brauchen Sie das denn? Weil ohne die Entlüftung da unten alles voller Rauch wäre. Oh. Und das ist schlecht. Ja, man könnte es gelinde gesagt als schlecht bezeichnen. Ist ja gut. Nicht jeder von uns hat bei den studiert, bevor der Alkohol uns ruiniert hat. Einmal. Zurück. Ich habe das nur einmal gesagt. Wie ihr meint, Herr Professor. Wollt ihr kämpfen? Das war zumindest informativ. Verdammte Hurensöhne! Ja! Auseinander! Verschwindet! Ihr Bastarde! Es gibt immer mehr dieser Projekte seiner Hoheit auf der Straße. Ich habe kaum ein Denier verdient. Wir werden das Feuer halten. Verwundeten Veteranen mithalten. Verpasst noch ein Tribut und du wirst dich bald auch an die Schlacht bei Grünberg erinnern. Okay. Mal sehen, ob sie uns jetzt immer noch herumzupfen. Damit müsste es gehen. Das gehört mir. Komm.
Jetzt muss ich auch rein, oder was? Das soll aber hier sein, ich weiß es nicht. Hey du, bleib einen Moment stehen! Genau hier soll... Ne, das sind mir zu viele. Was hast du erwartet? Jemand hat zu tief gegraben, bis in die Kanalisation. Nichts wie weg hier. Macht euch ab. Super funktioniert. Okay. Plündern, vielleicht kriegen wir noch ein paar Pfeile. Oh, mit. Hallo, geh doch runter. Dietrich. Wir müssen mehr plündern, definitiv. Thank you.
Der hat Breakdance gemacht. Ist er in dem verfluchten Nebel verschwunden? Er muss hier irgendwo sein. Aber... Wirklich seltsam. Er war direkt vor mir. Jetzt kommt er hierher. Weg mit dir, du Kröte. Pfeile wären wirklich nicht schlecht. Ohne die Fähigkeit. Und wo kriege ich die? Kaufen. 5 Stück haben wir noch. Ah, guck mal einer an. Was ist das? Der kostet 6, scheiße. Okay. Schmetterschlag. Der den Gegner aus dem Gleichgewicht bringt und ihn kurzzeitig betäubt, zum Ausführen im Kampf X drücken. Komm, kaufen wir. So. Boah, wie soll ich denn das machen? Oh. Eine Chance noch, komm. Hat sich ja super gelohnt. Was ist passiert? Wüten durch den ganzen Bezirk. Ihr Männer, zu mir. Oh. Thank you.
Alle beide weg. Plündern. Kohle. Voll ins Feuer. Wieder abziehen. Alle weg. Jetzt ist er tot. Ich habe gedacht, ich muss wieder irgendwelche Wände einschießen. Mein Herr! Mein Herr! Mein Herr! Ich hörte aus zuverlässiger Quelle, dass ein Assassin in der Nähe ist und dass ihr sein Ziel seid. Dem Wurm ist ein Rückgrat gewachsen. Jetzt ist er eine Schlange. Verdammt! Es war nur eine Frage der Zeit, das war mir klar. Aber das ging zu schnell. Oui, mein Herr. Die Assassinen sind gut organisiert. Aber nun sind wir im Vorteil, oder nicht? Sammelt die Wachen und macht Jagd auf diesen Assassinen. Bringt mir seinen Kopf. Aber mein Herr, die Hälfte unserer Männer kümmert sich um die Aufstände der Bettler. Ihr Männer, zu mir! Findet ihn! Schwärmt aus! Findet ihn! Mann.
Plündern. Töten. Plündern. Töten. Da ist nur Plündern. Da sind wir auch ganz Gentlemen. Wenn tot, dann tot. Wartet. Stürzt gerade wieder was ab. Aha, hier geht's schon wieder. Gut. Lass ihn nicht vorbei! Jetzt habe ich mich aufs Scheißdings Rauchbombe konzentriert und dann hat er mich weggefischt. Scheiße. Und warum falle ich da überhaupt wieder runter? Kann wieder nur mir passieren. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht wieder ganz am Anfang. Mein Herr! Ich hörte aufs Zug. Haben wir schon. Zieh, aber mein Herr, die Hälfte unserer Männer kümmert sich um die Aufstände der Bettler. Bleib zusammen! Oh. Wieder das gleiche in Grün, plündern, töten. Wo ist der? Ach, der ist schon tot. Der ist auch tot, aber noch nicht abgezogen. So. War doch ganz leicht und wir sterben hier. Gibt's hier was bestimmt? Nö. Komm raus, Feigling! Ah.
ist hier drinnen! Wie jämmerlich. Das war wirklich jämmerlich, oder? Ich hasse dieses Rumgeballer. Ich war zu unvorsichtig. Ich hätte vielleicht klettern sollen. Haltet eure Position, Männer! Das erklärt, was mit Villiers letztem Agenten passierte. Villiers letzter Schüler hat mir ein schönes Geschenk. Ich hoffe, du hast etwas Ähnliches zu bieten. Diable! Äußerst trickreich, Assassin! Hab dich! Meine Anhänger haben ihre Augen überall, mein Herr. Ich biete euch ihr Wissen zum Wohle des Ordens. Welches Wissen könnte uns der Fürst der Gosse bieten? Die Intrigen von Ratten? Ihr dürft gehen. Die Intrigen von Ratten? Großspuriger Narr, wenn ich ihn nur töten könnte! Mein Meister würde das gerne arrangieren. Bruder. Alles gut, Monsieur? Zu viel von des Königs Champagner? Hierher! Kommt weg da! Es ist getan. De La Serre ist tot. Großmeister. Gut. Wichtig ist, glaube ich, erstmal, dass die nicht mehr auf mich schießen, ne? Oh, nee.
Träum schön. Was zur Hölle hat er da gemacht? Was bedeutet denn das Ausrufungszeichen? Jemand muss die Feuer löschen. Oh, der ist aber gelenkig. Huch. Ich hätte gerne den anderen Pisser auch noch tot gemacht. Aber leider soll es so wohl nicht sein. Code Mirakel gibt es auch einen Roi de Thunes. Und da die Stelle unbesetzt war, sprang ich ein. Und bemerkenswert schnell, die Leiche ist noch nicht mal kalt. Ich mag die Dinge etwas zu rasch in Gang gesetzt haben. Sagt, als ihr im Code Mirakel eingetroffen seid. Habt ihr mich benutzt? Euer Ziel ist tot. Wir nutzen uns gegenseitig. Ein hübsches Reich habt ihr da geerbt. Allerdings, nicht wahr? Nun, ist alles im Lot? Sind die Toten gerecht? Die Seele besänftigt, etc.? Nun, wohl noch nicht ganz. Jedes Mal, wenn ich denke, der Wahrheit näher zu kommen, scheine ich nur eine neue Schicht Schmutz aufzuwirbeln. Intrige! Eine sich schnell verdichtende Handlung fügt etwas Gewalt und lüsterne Priester hinzu und ihr habt den Anfang eines wunderbaren Romans. Eine handfeste Spur würde reichen. So jung. Und doch schon so ernst. Nun, ich wünsche euch viel Glück. Das habt ihr euch doch bestimmt angesehen. Wo habt ihr das her? Einer meiner neuen Untertanen brachte es mir als ein Zeichen des Respekts, nehme ich an. Ein seltsames Stück. Ich kenne nur einen Silberschmied, der Metall so bearbeitet. Genau so eine Klinge tötete Monsieur de la Serre. Ich kann nur vermuten, dass euch das bekannt ist. Warum habt ihr nichts gesagt? Wo stünde der Mensch, wenn er nie Fragen stellen müsste? Wenn ihm alles, was er jemals wissen wollte, einfach gereicht werden würde. Er würde nicht mehr nachdenken und Fragen stellen. Oder er hätte vielleicht schon viel mehr erreicht, ohne die Bürde der Ignoranz. Vielleicht. Der Name des Schmieds ist François Thomas Germain. Ihr findet die Werkstatt
Na, Lisa. Hab Dank. Bonne chance. Die Hölle weiß gar nicht, was los ist. So, wir bewerten sie. Ich fand sie gut. Bewerten. So. Und bevor wir dann weitermachen und uns auf die nächste Mission begeben, werde ich die Folge noch einmal beenden. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Das ist direkt morgen. Und ja, dann bis morgen, wenn ihr wollt. Ciao, ciao.